Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon, auch wenn hier steht Kumpel Jesus. Und das ist Mario Kart Wii. Und jetzt geht's gleich mal los in den globalen Online-Modus. Ja, und wenn ich sage, es geht jetzt gleich mal los in den globalen Online-Modus, dann hat das mal wieder irgendeinen sinnvollen Grund. Und wenn ich mit Kumpel Jesus unterwegs bin, dann können die meisten sich auch denken, es gibt wohl wieder irgendwas zu erklären. Stimmt aber in dem Fall gar nicht, nee. Denn es steht der erste Online-Termin mit meiner zweiten Freundesliste an. Ja, also ich habe ja jetzt vor einigen Videos angekündigt, ja, weil ich zu viele FCs kriege, muss ich jetzt noch eine zweite Freundesliste aufmachen und das wird dann Kumpel Jesus eben sein und wenn da ein paar Leute drin sind, dann werde ich mit dem auch mal online fahren und ja, genau das ist dann eben heute mal der Fall, vorausgesetzt, dass die Wi-Fi-Connection mitmacht, weil irgendwie dauert das ja mal wieder eine halbe Ewigkeit oder so. Ja, und dann werden wir jetzt gleich mal sehen, wer denn da so alles dabei ist. Also ich kann ja mal einen kurzen Blick in die Freundesliste werfen, welche Menschen da so unterwegs sind quasi. Und dann sehen wir auch dann gleich, wenn ich ins globale Rennen gehe, wer denn so alles mitfahren kann von diesen netten Leuten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind. Also ich meine, ich müsste so 7, 8, 9, 10 Leute oder so registriert haben mittlerweile. Aber wer davon online ist, das sieht man dann. Ja. Hallo Basti, du bist im globalen Versus-Rennen. Und dann haben wir noch einen Akio, dich kenne ich auch nicht. Und wow, Alex und DBR Teufel und Mr. Troll. Ja, toller Name, danke schön. Da weiß ich ja schon mal, was ich mich einstellen muss. Und Mark. Und ja, dann sind noch drei Leute da, die ich nicht kenne. Faszinierend. Das ist ja mal irgendwie sehr aktiv, muss ich feststellen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zu Basti hier rein. Warum auch nicht? Vorausgesetzt, dass es funktioniert. Freund treffen. Mal sehen, ob es funktioniert. Und mit wem fahre ich denn heute? Also ich glaube... Ach, was soll's? Ich fahre mit Mario, was soll's? Nee, ich fahre nicht mit Mario. Ich fahre mit Kumpel Jesus und Mii Outfit. Ah, das ist doch eine gute Idee. Dann bin ich mit göttlicher Unterstützung unterwegs. Besser geht's doch eigentlich gar nicht. Und dann habe ich schon jedes Rennen hier gewonnen quasi. Okay, ich kann dich im Moment nicht treffen, Basti. Also würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal in irgendeinen anderen Raum. Du kannst dann dazukommen bei Bedarf oder so. Versus Rennen. Und wir sind mit Kumpel Jesus immer noch unterwegs. Genau. Und wir nehmen immer noch das Machbike und fahren immer noch manuell. Schön. Und suchen mal nach Spielern. War ich jetzt eigentlich auf global oder so? Müsste ich das nicht irgendwann mal auswählen können, oder? Ich weiß es auch nicht. Globales Versus-Rennen steht links oben. Okay. Ich kann mich jetzt nicht irgendwie... Also ich, wenn ich jetzt so ein ganz klein bisschen so wirke, als würde ich völlig neben mir stehen und keine Ahnung, als würde ich nicht wissen, wovon ich rede oder sonst was, dann liegt das daran, dass es so ist, weil eigentlich bin ich irgendwie nicht so ganz bei der Sache, weil nicht ganz ausgeschlafen und so. Hallo Sandy. Hallo Adam oder Adam. Hallo Ulrike. Hallo Ho, die irgendwas. Hallo Player, hallo Rice und Memuera und noch ein Player, juhu. Ja, schön. Wenn die Leute nicht mal sich die Mühe machen, Mii anzulegen. So ein Skandal. Wie kann man sich nur Player nennen? Skandal, Skandal, Skandal. Ein paar sehr seltsame Namen hier drin, muss ich feststellen. Ansonsten bunt gemischt von den Nationalitäten her, schätze ich mal. Vielleicht auch Fehleinschätzung, ich weiß nicht, aber wir hatten, glaube ich, einen Amerikaner, wir hatten einen Japaner, wir hatten Deutsche, wir hatten Leute, die irgendwie keine Flagge hatten, also keine Ahnung, die kommen dann vom Mond oder so, ich weiß nicht, und ne, die fahren tot zur Fabrik, das heißt, ich bin wahrscheinlich in irgendeinem Noob-Raum wieder mal oder so, ich weiß nicht, werden wir dann gleich feststellen. Und ja, im nächsten Rennen voraussichtlich 10 Spieler, jetzt sind es voraussichtlich 12 Spieler, das heißt, der Raum ist schon voll. Ja, die Leute aus meiner Freundesliste wollen wohl unbedingt mitfahren, was ja auch irgendwie Sinn macht. Aber mal sehen, wer davon überhaupt reinkommen kann, weil ist ja schon ein recht voller Raum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, es waren schon 8 Leute oder vielleicht sogar 9. Eieiei, da ist wenig Platz. Ist das Rennen jetzt vorbei? Da guckt noch so ein Yoshi irgendwo am Arsch der Welt rum, aber... Wow, das kann nicht euer Ernst sein. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Und das kann auch nicht euer Ernst sein. Hört ihr das? Hier, ich schalte es mal näher dran. Hört ihr das? Ja, so hört sich das an. Jetzt klingelt es nicht mehr. Na, geht doch. So hört sich das an, wenn Leute mich anrufen, während ich Let's Playe. Tolle Sache. Hab keine Zeit für dich, wer auch immer du bist. Und da ich jetzt aufgelegt habe, ruft dieser Mensch wahrscheinlich sofort wieder an. Und deshalb mache ich jetzt einfach die Batterien raus. Wunderbar. Also, wenn der Tag schon so anfängt, ist es wirklich genial.
Herrlich. Und das Geilste ist, jetzt laber ich hier schon seit 5 Minuten, hab noch keine Minute gespielt. Es ist echt herrlich. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich unwahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie alles in den Raum reingekommen ist, wenn ich. Ach, ich glaube, ich mach Zufall, was soll's. Ist jetzt auch alles egal. Oh, irgendwer will Vulkan grollen, das wird bestimmt witzig. Dann haben wir schon viermal die Piazzale Delfino auf der Liste stehen. Das ist ja mal nicht schlecht für den Anfang. Okay, zwei Zwillinge offenbar. Schön, schön. Und geht's jetzt irgendwann dann mal weiter oder brauchen die anderen zwei noch ein paar Jahre, bis sie irgendwie sich entscheiden? Ja, also um Zufall zu wählen, habt ihr aber verdammt lang gebraucht, Leute, muss ich euch mal gerade so sagen. Gut. Kommt schon, ich will das erste Rennen. Ich will endlich loslegen, verdammt. Ja, ich brauche jetzt irgendwas. Ausgerechnet war ich das Goldman, das musste der jetzt kommen, ne? Aber egal. Es war so schön Piazzale Delfino ein paar Mal drauf, aber nee, wir fahren Varius Goldmine. Naja, immer noch besser als Regenbogen wohl war. Und der stand prinzipiell auch viermal drauf. Auch wenn er gut getarnt war. Mach hinne. Irgendwie die Verbindung ist heute echt für den Arsch, habe ich so den Eindruck. Oder die anderen Leute haben so eine schlechte Verbindung oder was weiß ich. Ist auch egal. Ich muss jetzt einfach nur unbedingt fahren, weil es ist das Einzige, was noch in der Lage ist, mich einigermaßen irgendwie wach zu halten oder so. Verdammt, ihr Penner. Weil das ist so eigentlich mein größtes Problem heute. Ich habe irgendwie nicht wirklich gepennt heute Nacht. Also nicht wirklich ist eigentlich noch stark untertrieben, weil wenn man es genau nimmt, habe ich nicht geschlafen heute Nacht. Was wohl damit zusammenhängt, dass ich die ganze Nacht wach war. Also irgendwie naheliegend, ne? Wenn man nicht schläft, dann ist man eben wach. Zumindest ist das bei den meisten Leuten so. Verdammt, das war nicht. Bin ich jetzt über die Banane gefahren oder nicht? Ich habe irgendwie gedacht, ich wäre drüber gefahren, aber irgendwie bin ich dann doch normal gesprungen, oder? Ja, das versteht wer will. Komisches Spiel. Ja, jedenfalls, ich hätte ja. Oh, verdammt. Ich hätte ja eigentlich ganz gern geschlafen heute Nacht, also wäre mir ganz recht gewesen. Zumal ich ja wusste, dass jetzt für 4 Uhr dieser Termin angesetzt war. Und vorher ein bisschen schlafen, bevor man jetzt hier irgendwie rennen fährt, wäre nicht schlecht gewesen. Aber das hat heute Nacht irgendwie nicht geklappt. Also, ich konnte machen, was. Ich bin so genial und so super und so toll und so gut und wow! Ja, also ich konnte heute Nacht konnte ich wirklich machen, was ich wollte. Ich bin einfach nicht müde geworden und. Reaktionen wie ein totes Pferd habe ich auch noch. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, ich bin eben nicht müde geworden, konnte logischerweise dann nicht schlafen und hat mir dann die ganze Nacht sinnlos mit irgendwelchen Müll, ich weiß nicht mal, was ich überhaupt gemacht habe, die Nacht. Jedenfalls habe ich mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen und. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ich hasse es wirklich, wenn sowas passiert. Da konnte ich jetzt aber wirklich nichts dafür. Also, wer konnte denn ahnen, dass dieser Knochenbowser mir genau in den Weg fliegen würde? Oder, was, Knochenbowser, sage ich, dieser Bowser. Ja, egal. Ja, jedenfalls, nachdem ich dann eben die ganze Nacht mit, keine Ahnung was verbracht habe, habe ich dann heute Morgen so in den frühen Morgenstunden mehrfach versucht, mal mich hinzulegen zu schlafen. Hat jeden. Wow, dieses Rennen hat sehr abrupt geendet. ja, also Rennen beendet und ich bin aus der WFC raus. Es überrascht mich jetzt nicht so übermäßig, weil, er hat ja schon die ganze Zeit rumgemacht, wie blöd hier. Aber. Tja, was will man da wohl machen? Also an der Stelle sage ich jetzt einfach mal, ja, was sage ich denn einfach mal? Vielleicht sollte ich jetzt einfach vorskippen bis zum nächsten Rennen oder so. Also ich versuche jetzt mal nochmal in den Raum reinzukommen und wenn das klappen sollte. Oder ich mache einen Raum auf, aber wenn schlechte Wi-Fi-Connection ist, ist das auch Kacke. Es sind wirklich ein Haufen Leute da, also wesentlich mehr als ich erwartet hätte. Vielleicht soll ich wirklich einen Raum aufmachen. Also ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich damit gerechnet, dass höchstens zwei Leute da sind oder drei. Weil, mir zuletzt, also heute Nacht irgendwie so nur zwei Leute angezeigt wurden von denen, die schon in meiner Freundesliste stehen, aber hat sich ja doch offensichtlich einiges verändert. Aber gucken wir nochmal rein hier. Freundesliste. Ja, es sind wirklich. Genug Leute da. Ich glaube, ich mache einfach einen Raum auf. Es geht nicht anders. Also, ich mache einen Raum auf und wenn der Raum hier einigermaßen voll ist, dann mache ich hier nochmal weiter. Also, falsch, dann sehen wir uns im ersten Rennen. Genau, wie immer. Also, Leute, bis gleich. Oh, schon wieder da? Okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Und für euch dürfte auch die eine oder andere Überraschung drin sein, weil irgendwie ist jetzt wieder alles anders als geplant. Will sagen, verdammt, ja, so war das nicht gedacht. Schön. Will sagen,
wir sind jetzt doch irgendwie wieder im globalen Rennen und irgendwie bin ich im Moment gerade so allein mit jede Menge Leuten, die ich nicht kenne oder so. Und das hat alles irgendwie Grund und Berechtigung und überhaupt, also es gibt für alles eine logische Erklärung. Man muss es nur kennen. In dem Fall ist es eben einfach so, dass ich absolut nicht in der Lage war, den Raum vollzukriegen. Also ich habe den Raum ein paar Minuten aufgelassen und es sind nur zwei Leute reingekommen. Ja, und mit zwei Leuten kann ich irgendwie kein Mario Kart Wii fahren. Und ja, das war dann ein bisschen zu wenig. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob meine Aufnahme überhaupt läuft. Ja, die läuft gut. Gut, dann kann ich ja jetzt aufhören, durch den Sand zu fahren. Das war jetzt mal irgendwie sehr elegant. Aber ich bin so unfähig. Egal. Ja, was soll man eben machen, wenn man gerade mal irgendwie am Computer etwas umschalten muss, um zu sehen, ob die Aufnahme läuft oder nicht? Das ist so schwer zu lenken, ne? Also, das ist wirklich gar nicht so einfach, freihändig zu lenken. Und, naja, mal abgesehen davon habe ich auch nicht gesehen, wo ich lang war. Cool, dass ich die Wolke nicht gekriegt habe. Ach, ich habe sie doch gekriegt. Dann ist es ja in Ordnung. Ich habe sie immer noch. Gut, habe ich sie jetzt nicht mehr? Na toll, dafür bin ich so komplett. Also, irgendwie bescheißt mich das Spiel, oder? Na, hier ist ein gutes Item vielleicht. Naja, nicht das Schlechteste, aber auch nicht das Beste. Leute. Also, irgendwie geht mir das hier gerade ein bisschen auf den Sack. Also, Tatsache ist, ich habe eben diesen Raum nicht voll gekriegt. Wir waren nur zu dritt und die anderen Leute sind schön weiter im globalen Online-Modus geblieben. Und das wohl auch mit Grund, denn schließlich war ja für heute globales Rennen vorgesehen. Also, wir sollten eigentlich gemeinsam global online fahren. Dass das dann natürlich so endet, wie es vorhin eben der Fall war, das konnte ja keiner ahnen. Und deshalb habe ich jetzt eben beschlossen, nochmal ins globale Rennen zu gehen. Oh, verdammt, so wollte ich das nicht. Das war saudumm. Das war echt saudumm. Ja, jedenfalls wollte ich dann eben nochmal ins globale Rennen, um zu sehen, ob dann die Leute vielleicht da reinkommen oder nicht oder was auch immer. Das werden wir ja dann feststellen. Das hätte irgendwie besser ausgehen können für mich, aber egal. Ja. Ja, und wir werden dann eben sehen. Also das Dumme ist jetzt natürlich, dass ich ausgerechnet in einen Raum reingekommen bin, in dem schon 11 Leute drin sind mit mir. Ja, aber ich nehme mal an, da werden jetzt wahrscheinlich gleich ein paar rausfliegen. Wahrscheinlich unter anderem ich oder so. Und wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern, weil irgendwie ist das ja heute alles scheiße. Also die Wi-Fi-Connection spackt nur rum oder so. Und ja, ein eigener Raum funktioniert offensichtlich auch nicht, weil die Leute das dann jetzt nicht auf den Appel kriegen. Und überhaupt und total. Guck mal. Ach nee, ich müsste dann hier rausgehen. Das mache ich nicht. Nee, ich gehe nicht in die Freundesliste. Mach einfach mal weiter. Noch komm schon, mach jetzt. Also bitte. Das ist doch nicht zum Aushalten. Also genau das meine ich eben, ne? Es dauert alles ewig und dann fliege ich wahrscheinlich gleich wieder aus dem Raum raus und dann ist die Sache wieder gelaufen oder was weiß ich. Aber ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt noch großartig sagen soll, weil genau das ist der Grund, warum heute der Termin wahrscheinlich absolut scheiße laufen wird durchgehend und warum alles nicht so klappt, wie es sollte oder so. Aber ich kann es nicht ändern. Es steht hier immer noch einen Moment. Seit wie vielen Minuten ist das jetzt? Ah. Okay. Ja, neues Rennen. SNES, Marios Piste 3 oder so irgendwas. Der einzige von meiner Freundesliste, von dem ich jetzt mit Sicherheit sagen kann, dass er draufsteht und mit hier im Raum ist, ist Mr. Troll. Also ich meine, den Namen, den kann man sich merken, oder? Der ist definitiv mal was anderes. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie die Leute hier im Raum so fahren können. Also ich kann offensichtlich nicht fahren, aber das ist auch kein Wunder, weil ich habe es ja vorhin versucht zu erklären, bin ich so weit gekommen oder so. Ich habe irgendwie nicht wirklich gepennt, also ich habe noch keine 6 Stunden geschlafen letzten Endes und ich bin jetzt auch kurz vor dem Online-Termin hier erst aufgestanden, weil, ja, wenn man die ganze Nacht nicht pennen kann, muss man das irgendwie anders machen und dementsprechend bin ich jetzt vielleicht bei allem, was ich tue, etwas unkoordiniert und ich habe auch ein ganz klein bisschen wenig Lust jetzt im Moment eigentlich Mario Kart zu spielen, weil eigentlich höre ich mein Bett rufen oder so und das ist irgendwie kacke, wenn man irgendwie stattdessen dann einen Online-Termin fahren muss, einfach weil man ihn eben angesetzt hat, in der Hoffnung, dass man ihn auch fahren könnte. Ja, dann muss man sich eben damit geschlagen geben, dass man hier zu irgendwas verpflichtet ist. Ja, seht ihr mal, so ist das. Irgendwann habe ich schon mal ein Video so genannt, ne? Ein Let's Player hat's nicht leicht, ja. Wir Let's Player machen uns freiwillig das Leben schwer, damit ihr da draußen was zu tun habt. Oder dass ihr da draußen irgendwie Unterhaltung habt, ja. Und völlig selbstlos habe ich mich jetzt geopfert, obwohl ich total übernächtigt bin und völlig fertig fahre ich mit euch Mario Kart Wii, ja. So opferbereit bin ich für euch, verdammt. Und was habe ich davon? Eine Wi-Fi-Connection, die nicht funktioniert und blöde Räume, in denen nur Loops drin sind und die ihr nicht reinkommen könnt, weil sie zu voll sind oder so. Und keine Ahnung, was noch, ja.
Blödes Spiel. Oh, das war jetzt schlecht. Die Kurve hätte ich anders nehmen können, müssen, sollen. Egal. Also solange dieser Mr. Droll nicht irgendwo in meiner Nähe ist, kann mir eigentlich, denke ich mal, nicht viel passieren. Ich nehme an, der ist der Einzige im Raum, der fahren kann. Nehme ich mal an, aber naja, der schlägt sich wohl mit dem Rest rum. Oder so. Juhu! Okay, Kindergarten. Das war zu einfach. Und Mr. Droll hat es irgendwie noch geschafft, sich auf den zweiten vorzuschummeln, nehme ich mal an. Ich nehme an, dass er der Funky ist. Also sind zwei Funkys drin. Okay, vielleicht war er es auch nicht. Und jetzt, Leute, kommt mal ins Ziel, genau. Und dann verlasst ihr bitte alle den Raum, damit Platz ist für die Leute von meiner Freundesliste. Ja, also es tut mir jetzt wirklich für alle leid, die jetzt hier nicht in den Raum kommen oder die eben im Raum drin waren und das, wo ich dann raus bin, aber ich konnte es mir ja nicht aussuchen. Also ich konnte ja das Rennen nicht mal zu Ende fahren, sondern wurde gleich rausgeworfen, getrennt, was auch immer. FW Basti. Basti, wer bist du? Bist du in meiner Liste? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Mr. Troll und der ist nur Vierter. Haha. sind immerhin drei Leute drin, die fahren können, glaube ich. Aber egal. Nächstes Rennen und dann sind wir schon nur noch zu 10. Das heißt, es könnten ein paar Leute von der Freundesliste reinkommen. Finde ich gut. Ist ein Anfang. Mal sehen, ob es diesmal wieder eine Stunde dauert oder so. Also das Spiel wollte mir nur noch 9 Sekunden Zeit geben, bevor ich jetzt weitergedrückt habe. Aber das hat ja nichts zu heißen, weil Wi-Fi-Connection und so, ne? Ja, Luigi's Piste Lackerstrecke passt ja irgendwie zu dem Raum. Wir sind zu 12. Es haben es nämlich zwei neue Spieler in den Raum geschafft, ja. Und, also mindestens mal zwei neue Spieler, aber eben nur zwei, mit denen ich vom Namen her was anfangen konnte. Und zwar DBR Teufel, der Name, der, ja, ist irgendwie im Gedächtnis geblieben, keine Ahnung. Und warum ist DBR zwei Leute? Ganz einfach, weil das irgendwie, ich sag's jetzt einfach, tut euch bestimmt nicht weh. Die beiden sind Geschwister und fahren zusammen hier mit einer Konsole, mit einem Mario Kart Wii-Account und sind deshalb irgendwie hier als Zwillinge quasi unterwegs. Also gleiches Mii, gleicher Name und ja, keine Ahnung. Schöne Sache. Danke für den Pilz. Wow. Fahren müsste man können. Verdammt, eigentlich hätte ich einen alten gerne mitgenommen. Aber egal. Wow, ich habe Vorsprung. Ich kann es nicht glauben. Aber das bringt mir auf der Bahn hier überhaupt nichts. Ein blauer Panzer und die Sache ist gelaufen. Ja. Yeah. Habe ich nicht gerade davon gesprochen oder so? Ach, ich hasse dieses Spiel. Scheiß Mario Kart. Wer fährt dieses blöde Spiel? Die Kurve habe ich immer schön eng innen genommen. Also, ich meine jetzt, also die Beschleunigungsstreifen sehr eng innen genommen. War sehr sauber. Fast als wäre es gekonnt gewesen oder so. So, jetzt wäre es aber ganz schön, wenn ich mir nochmal ein bisschen Vorsprung erarbeiten könnte, weil ich würde gerne das Rennen gewinnen und mit Items krieche hier vorne nichts auf dem ersten Platz, also eigentlich wollte ich nur eine Banane ablegen. Wow, 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 ich fahre wie eine gesenkte Sau und BÄM! Ich schaff's nicht, den Powerblock auszuweichen und werde noch vom blauen Panzer erwischt. Schön, Mr. Troll ist entweder unfähig oder hat sich absichtlich zurückfallen lassen mit dem grünen Panzer, ich weiß es nicht. Aber ich hab's nochmal geschafft, mich auf den ersten Platz wieder vorzuschummeln, auf den letzten 3 Metern. Aber andererseits wäre ich sowieso verdient, absolut verdient, Erster. Ich meine, ich war das ganze Rennen über Erster und hab's trotzdem... Okay, ich bin nicht Erster und ich bin, glaube ich, wieder disconnected. Die Verbindung wurde getrennt. Sehr schön! So macht Mario Kart wie Spaß. Das ist doch toll, oder? Ich liebe dieses Spiel. Es ist herrlich, es ist genial, es ist bombastisch, es ist... Warum geht's hier nicht weiter? Hallo? Machst du was? Bitte? Mach was? Ja, also unter den Voraussetzungen ist Mario Kart Wii, glaube ich, für heute ziemlich untragbar oder unspielbar oder was auch immer. Aber ich versuche jetzt nochmal. Also ich versuche jetzt wirklich nochmal in einen Raum reinzukommen, in dem die anderen drin sind. Wenn das klappen sollte, dann fahren wir eben dort weiter. Wenn es nicht klappen sollte, ja, was mache ich dann? Dann mache ich eben nochmal einen Raum auf, ja. Also ist die einzige Möglichkeit. Dann mache ich nochmal einen Raum auf und dann warten wir eben Stunden oder so und sehen dann, ob es weitergehen kann oder nicht. Es ist irgendwie ein Skandal, aber ich kann es jetzt wirklich nicht ändern. Also ich meine, wer die Videos hier anguckt, der sieht, dass ich nichts dran ändern kann, weil Wi-Fi-Connection eben. Kann ich mir nicht aussuchen, ist eben scheiß Tag offensichtlich. In vielerlei Hinsicht. So, du bist irgendwo, wo ich nicht weiß. Aber bei dir weiß ich, dass du in dem Raum warst, wo ich eben war. Und da müsste ja jetzt eigentlich ein Platz frei sein, weil ich bin ja rausgeflogen. Oder rausgeflogen worden. Kann ich dich treffen? Nö, kann ich nicht. Mr. Troll, du bist im gleichen Raum. Kann ich dich treffen? Na, mach mal hin hier. Schneller. Na? Na?
blödes Spiel, blöde Nintendo Wi-Fi Connection. Ja, also ich werde das jetzt hier noch eine Zeit lang probieren und wenn ich es nochmal irgendwie in den Raum schaffen sollte, dann sage ich euch Bescheid oder so. Also bis später, nehme ich mal an. Ja, sieben Spieler, ich bin wieder da. Ich bin wieder genau in dem Raum, aus dem ich vorhin rausgeflogen bin. Wer hätte das gedacht? Ich habe es tatsächlich geschafft, mich wieder rein zu verbinden. Und der Raum wäre damit voll gewesen, aber logischerweise, weil ich nicht mehr im Raum war, haben jetzt alle, die irgendwie mit mir fahren wollten oder so, den Raum wieder verlassen. Warum habe ich meinen grünen Panzer verloren? Okay. Ja, also ich kann es nachvollziehen, weil logisch, die Leute wollen mit mir fahren und haben gedacht, ich bin dann wieder in einem anderen Raum oder so. Jetzt bin ich natürlich in dem Raum hier drin und die Leute sind trotzdem alle raus, weil die konnten nicht wissen, dass ich drin bin. Aber nebenbei bin ich auch schon wieder getrennt, also was soll's. War ein kurzes Vergnügen, finde ich super. Und ja, Mario Kart Wii eben. Das ist toll, ne? Also, das war's jetzt mit dem globalen Kackgedöns hier. Ich hab's jetzt wirklich oft genug versucht. Hier irgendwie im globalen Online-Rennen irgendwas zu machen heute. Das ist jetzt der wievielte Disconnect? Der dritte oder so? Und, das kann ich jetzt wirklich absolut vergessen. Da ist nichts mehr drin. Und ich denke, es liegt wirklich hier an mir, weil meine Verbindung ist ja offensichtlich mega kacke. Tja, aber ich gebe der ganzen Sache jetzt noch eine Chance. Ich werde jetzt einen Raum aufmachen und werde eine ganze Zeit lang warten und hoffen, dass irgendwer dann in den Raum reinkommt. Und sollte das dann eben klappen, dann fahren wir eben in einem Raum. Und sollte das nicht klappen, dann werde ich mich von euch nochmal gepflegt verabschieden oder so und einen neuen Termin ansetzen, weil das ist ja wohl nicht machbar hier. Irgendwer hat schon einen Raum auf, aber ich glaube, den können die anderen dann nicht sehen oder so. Ich mache einfach mal einen eigenen Raum. Raum erstellen. Es tut mir jetzt wirklich leid, weil, Leute, also, wer sich das Video anguckt, der kann wirklich absolut nachvollziehen, was hier los war. Es ist einfach alles voll Panne heute, weil nichts funktioniert, gar nichts funktioniert. Und ich kann absolut nichts dafür. Aber den Termin werden wir dann irgendwann wiederholen und hoffentlich haben wir dann ein bisschen mehr Glück mit der Verbindung. Ich sage jetzt erstmal ciao, bis gleich oder bis später, je nachdem. Und hoffen wir einfach mal, dass noch irgendwie was läuft hier heute.